Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Bevor wir uns zu einer Mission aufmachen, ich habe mir mal die Quarantäne nochmal angeguckt und da fällt eins auf. Ich hatte das schon mal erwähnt, beziehungsweise mir ist das schon in den Sinn gekommen und es war gar nicht so falsch. Die Leute aus Afrika, beziehungsweise aus diesem Gebiet, also die eine bestimmte Sprache sprechen, die sollte man vornehmlich, sage ich mal, vorauseilend schon einmal vielleicht in Quarantäne stecken. Und das Lustige ist, ich habe immer die Sprachen angeguckt, was die so können. Und überall, es ist natürlich immer jetzt hier Russisch, Englisch, Kikongo, der kann auch die drei Sprachen. Der auch. Die meisten können diese drei Sprachen zwar, aber da das hier natürlich passiert ist, fällt es da schon gar nicht mal so schwer, das herauszufinden, dass es dann tatsächlich an Kikongo liegt, weil alle, die hier drin sind, können diese Sprache sprechen. Und warum sollte es ein anderer können? Also Kikongo ist hier wirklich das, wo man nachgucken muss. Und wir werden jetzt schauen, wer Kikongo sprechen kann. Warte mal, ich will ihn nur... Genau. Alle mit Kikongo gehen jetzt erstmal in die Quarantäne. So, jetzt muss ich natürlich... Da muss ich jetzt ein bisschen mich konzentrieren, damit ich keinen hier mit Kikongo verpasse. Das werden sehr viele sein, glaube ich. Ich habe ja relativ viele auch da rausgeholt. Und Afrikaans kann es nicht sein, weil einige... Oder nicht alle können Afrikaans, die in der Quarantäne sind. Deswegen kann man das einfach mal auch ausschließen. Ndebele. Aha. Aha. Und danach Zwana. Und danach machen wir noch eine kleine Mission. Oh. Dann will ich schon, glaube ich, ein paar Nebenmissionchen mal aufnehmen oder so. Dann haben wir das nämlich auch. Wir haben ja wieder ein paar. Ich werde diese gelben, also diese besonderen Nebenmissionen, sage ich mal, die werde ich extra aufnehmen. Das sind dann Folgen, wo ich auch was zu sage. Und dann muss ich mal gucken. Ich weiß halt auch noch nicht, wie viele Kassetten es noch gibt und ach, all dieser Quark, ne? Weiß ich halt alles nicht. Mal schauen. Vielleicht muss ich auch einiges nachkommentieren, wenn ich dann zu viel hatte oder so. Was weiß ich. So, 18 Leute gehen quasi hierhin. Und hier geht's weiter. The staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Das ist voll lustig, dass wir den ja nochmal befreit haben. Wir müssen ihn jetzt eigentlich doppelt haben, ne? Aber haben wir nicht. Das finde ich nicht gut. So. Kikongo. Er nicht, nein. Er ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, weil da nicht so viel passiert. Aber auch das muss ja gemacht werden, damit sich das nicht weiter ausbreiten kann. Ich habe nämlich auch schon einen Todesfall aufgrund dieser Krankheit und es sind ja auch neue Leute in die Quarantäne gekommen. Was natürlich auch blöd ist. Was ist das für ein Sprach? Pashtunisch. Keine Ahnung, wo man das spricht. Was? Ach, der ist schon. Nee. Fuck, wo ist denn der? Ha, den kann ich nicht wegsperren. Also, wegsperren im weitesten Sinne. Ne? Das ist doch so doof, dass die Sprache nicht immer auf der gleichen Stelle ist. Also immer woanders. Der ist auch irgendwo, keine Ahnung. Manche kann ich aber hier nicht rausnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Die sind entweder unterwegs. Weiß ich nicht. Boah, wir haben ja nicht gerade wenig Leute, ey. Scheiße. Ja, das geht auch nicht. Weil wir haben ja schon relativ viele. Geil. Alle, die weg sind, stecken ja jetzt auch andere an. Sehr gut. Haben sie uns da schön in die Schuhe geschoben. Cleverer Schachzug. Na komm schon, wo sind noch mehr Kikongo-Leute? Wäre cool, wenn ich das nach Sprachen hier irgendwie sortieren könnte. Das wäre nice. Der kann gar nicht sprechen. Ah, auch gut. Man muss ja auch nicht unbedingt... Ach, der kann auch Kikongo. Sprechen ist ja auch überbewertet.
Und was natürlich sein kann, dass zum Beispiel Quiet das spüren kann, wer dass sie jetzt spüren kann, wer infiziert ist und wer nicht. Weil sie hat ja den einen angegriffen. Vielleicht deswegen. Staff has been quarantined. Alright. We'll quarantine the staff you specified. Vielleicht genau aus diesem Grund, weil der infiziert ist und sie weiß das oder sie spürt es halt. Und ja, kann es ja nicht mitteilen, weil sie nicht spricht. Ich weiß nicht, ob sie sprechen könnte, theoretisch, und sie es einfach nur nicht tut. Oder ob sie es generell nicht kann, das weiß ich jetzt leider nicht, aber das haben die auch in irgendeiner Kassette nämlich gesagt und da habe ich mir gedacht, ja stimmt. Es kann natürlich durchaus sein, dass das der Grund ist. Weil bisher hat sie eigentlich, nee, Kirgisisch, das ist nicht Kikongo, bisher hat sie auch keine großen Anstalten gemacht, uns irgendwie zu töten und deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt irgendjemanden einfach so angreift. Ich glaube nicht mal aus Rache. Kann ich mir aber irgendwie nicht so vorstellen. Ach du Scheiße, ey. Das werden aber richtig viele Leute. Das werden richtig viele, ja. Na mal gut, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Weiter, weiter, weiter. Frisch und munter. Der kann auch Kikongo. Der auch, der nicht, der. Der nicht, der nicht. Boah, das sind richtig viele Leute. Es kann sogar sein, dass das eine ganze Folge wird. Total spannend. Aber naja, machst du nichts, ne? Muss auch sein. Ja, der Regen ist mir gerade egal hier. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Ich muss die Motherbase retten. Da. Niemanden übersehen, bitte. Ich finde es immer schwierig, wenn die mehrere, also wenn die richtig viel, so 6 Sprachen können. Boah, da musst du dir ein bisschen sich das mal genauer angucken. Aber sonst. Achso, scheiße. Fuck. Am Anfang. Ja, muss ich natürlich auch drauf achten. Nicht, dass ich dann auf einmal einen wieder hier rausnehme, den ich schon drin hatte. Select unit. Staff has been quarantined. Oh, fuck, ey. Alright. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Keine Ahnung, wodurch. Ich hab doch gerade durch einen Wurm oder so. Ja, klar, hier kann das jeder Zweite sprechen, das ist natürlich nice. Werden mir hier eigentlich alle angezeigt, also auch die, die auf der anderen Plattform arbeiten, oder nur die, die jetzt hier sind? Das wäre interessant. Weil, wenn das alle wären, dann haben wir gar nicht so viele Leute. Blöd ist das natürlich, dass so viele ja entlassen wurden. Das hätte mal früher kommen müssen mit der VOB. FOB. Naja. Das ist ein bisschen blöd gedacht. Weil ich nehme natürlich immer die guten Leute mit, aber dann irgendwann ist die Kapazität halt voll. Da kannst du nichts mehr, ja, kannst du nichts mehr hier einparken, ne? Das ist dann auch blöd. Kikongo. So, nee, 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 nee. Ja. Ja. Nein. 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 Ja. Okay, immer so ein bisschen den Blick haben, nicht, dass ich. Oh, der noch. Nicht, dass ich gleich wieder am Anfang bin und dann dich wieder entmarkiere. Das wäre auch blöd. Boah, ey. Das ist für die Augen auch voll ekelhaft, die ganze Zeit sich darauf zu konzentrieren. Nein, ach verdammt. So. 26 weitere Leute. Läuft. Ne, der kann das nicht, der auch nicht. Ja, Kikongo, du.
Vielleicht die Sprache, die krank macht, wer weiß das schon. Na klar, wenn immer natürlich. Wäre lustig, wenn ich irgendwo gar keinen mehr drin hätte, weil ich die alle rausnehmen musste. Das wäre sehr gut. So, 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 so. Wenn manche nur Afrikaans können, ja, dann spricht er mit einem, der nur Englisch kann. Wie unterhalten die sich? Jeder so in seiner Sprache? Das ist bestimmt auch witzig. Boah, komm schon, wer kann denn hier alles Kikongo? Hm, nein. Naja, ich könnte ich auch einfach so mit da reinstecken, einfach so. So just for the lols mäßig, ne? Yep. Alter, wie viele da gleich drin sein werden. Alter Schwede, also die ja schon... Da waren ja schon über 100 Stück drin, die Symptome hatten. Jetzt kommen da nochmal einige mehr rein. Also wir haben bestimmt locker über 250, 300 vielleicht. Aber bei 300 wäre vielleicht ein bisschen viel, aber keine Ahnung. Irgendwie so, kann schon sein, ne? Wäre durchaus möglich. Ich bin auch gleich wieder am Anfang. Die können exakt die gleichen Sprachen sprechen, ist ja interessant. Die auch. Wir haben so viel gemeinsam. So, er noch und das war's. 36 Leute, ey. Staff has been quarantined. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ich meine, gut, der Schluss lag natürlich auch nah, dass alle, sage ich mal, gerade in ihrer Inkubationszeit sind oder infiziert sind, die aus dem gleichen Gebiet sind. Das ist halt einfach naheliegend natürlich. Weil die alle höchstwahrscheinlich natürlich diesem Erreger ausgesetzt waren und deswegen ja, leuchtet das natürlich auch ein. Was am Anfang gar nicht mal so einfach. Ich habe mir das halt irgendwann angeguckt, weil ich dachte, ja, weil er jetzt auch nochmal meint, ja, du musst mal gucken, ist nicht so gut, wir haben noch einen Erkrankten. Da dachte ich mir, okay, ich gucke mir das mal an. Und viele sprechen halt Englisch, Russisch und Kikongo. Dann dachte ich mir, okay, Russisch, wir sind ja hier in Afrika und das ist auch erst hier aufgetreten, nachdem wir in dem Haus, im Haus des Teufels waren. Würde ich sagen, Russisch fällt wohl erstmal weg. Englisch hätte natürlich sein können, weil, gut, ist eine Weltsprache, ne? Aber da wirklich alle Kikongo können, fiel dann dieser Schluss letztlich auf die Sprache, dass ich die dann alle rausnehme. Ich weiß noch nicht, ob es richtig ist, aber ich vermute es einfach. Es wäre Quatsch, wenn nicht, weil die können halt alle diese Sprache sprechen. Deswegen, und das würde halt passen, weil es ist halt eine afrikanische Sprache, vermute ich mal. Und wir sind in Afrika und da ist es auch passiert, also von daher wird das schon so richtig sein, hoffe ich. Was mache ich mit denen, die weg sind? Das ist das Problem. Ich habe ganz viele ja nicht hier. Ganz viele sind weg. Die sind ja gerade auf Mission. Da sind halt auch viele bei, die Kikongo sprechen, ne? Da müsste ich vielleicht gleich nochmal gucken, wann die zurückkommen. Und die direkt mit hinterher schieben. Ich dachte eigentlich auch nicht, dass das so lange dauert, aber okay. Boah, hier sind aber viele dabei. Ja, ich habe auch letztlich... Ja, ich habe auch sehr viele in letzter Zeit rausgeholt. Von daher kein Wunder, ne? Ah, jetzt habe ich gerade nicht so ganz aufgepasst, was ich hier gemacht habe. Oh nein, er ist weg, ja.
This man is away. Da kann ich nichts machen, ne? Viele, also einige, die Kikongo sprechen, sind halt nicht da, leider. Ich kann doch nicht die einfach wieder zurückrufen. Doch, kann ich schon, aber es wäre auch blöd. Da riskiere ich es doch lieber, dass die ganze Welt davon angesteckt wird, als sie jetzt zurückzurufen. Da geht eine Menge Geld flöten und andere Sachen. Das geht nicht. Man muss es ja auch mal ein bisschen verstehen, ne? Der kann es nicht. Der kann alles, aber kein Kikongo, das ist sehr gut. Der Mann, okay, er kann auch alles, aber er kann Kikongo, das ist nicht gut. Okay, wir sind gleich beim letzten. Bam. 35 Leute nochmal. Über 300 Leute. So, ihr beide kommt von der Krankenstation auch hier rein. Und die kann ich nicht verlegen. Weil... Naja, die sind halt im Knast. Okay, das sind alle Leute, die Kikongo können. 322 Personen. Krass, ne? Sofort quasi. Ist sofort einfach passiert. Das ist schon cool. Oh, what the fuck? Moment. Sind die wieder da? Das wäre sehr cool. Dann sind wir nämlich noch gar nicht fertig. Dann muss ich nämlich noch ein paar Leute verschieben. So, wir nehmen erstmal den ganzen Quark an. Ja, der Bericht ist schön und gut. Ja, ist gut, komm. Überspringen. Personal. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten, ist mir egal. Oh, wir sind noch nicht fertig, yay. So, nämlich die erstmal durchsuchen, die wiedergekommen sind. Da waren nämlich auch einige dabei, die Kikongo können. Hätten die nicht früher zurückkommen können, die Lutscher? Mann. Als dürfte ich weitaus weniger finden, die Kikongo können. Weil die meisten sind ja jetzt schon in Quarantäne. Es ist schade, dass man... Kann man die nicht markieren? Das wäre gut. Wenn ich die markieren könnte, dann hätte ich direkt gewusst, ah, der. Achso, da sind immer noch welche weg. Das läuft. Das ist ja geil, ne? Ist super. Aber ich muss trotzdem einmal alle durchgehen. Scheiße. Der ist wieder zurück. Der ist wahrscheinlich zurück. Aber die sind markiert. Okay, perfekt. Weil die sozusagen ja neu sind jetzt. Okay. So, dann kommt ihr nochmal. Ihr rein. Alter, das werden immer mehr, ne? Moment. Haben die gerade rausgelassen einfach? So sind die irgendwie blöd. Hier ist keiner. Irgendwo waren noch welche, die das können, aber... Don't ask me. Aber wir haben die meisten, haben wir, glaube ich. Ich denke, die meisten dürften wir wohl haben. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Und du auch nicht. Gut. Ich denke, das sollte reichen. Erstmal. Und dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch. War jetzt ein bisschen langweilig, die Folge, aber okay, muss ja auch mal sein. Ist ein bisschen Verwaltungsquatsch, ne? So ist das. Ich bedanke mich bei euch. Und in der nächsten Folge gibt es wieder ein bisschen mehr Action. Haut rein.